Genau, George Trio, Riesling aus dem Rheingau. Eigentlich bekannt für ihre Säure, aber ich kenne ja Jens schon ein bisschen und liebe auch seine Weine. Deswegen weiß ich jetzt schon im Vorfeld, dass ich den Wein auf jeden Fall schlucken werde. Trio ist bei ihm so ein bisschen halt in der Spitze auch angesiedelt. Und ist halt in der Nase auch nicht so die mega Fruchtbombe, sondern hat auch eher so kräutrig und ein bisschen kühl. Also halt so der ernsthafte und erwachsene Riesling. Aber ist geil, ich mag sowas ja. Jens arbeitet auch immer viel mit Holz. Was man jetzt halt auch im Gaumen merkt. Wein hat voll die angenehme Säure, aber durch die Zeit im Holz hat auch so ein bisschen Puffer und dadurch einen ganz schönen Schmelz. Ist halt voll der geile Essensbegleiter, kann man aber auch so trinken, schlucke ich auf jeden Fall. So. Oh ja, der riecht auf jeden Fall schon mal sehr fruchtig, so ein bisschen zitronig. Wow, sehr lecker. Davon trinkt man auf jeden Fall mehr als eine Flasche. Der ist fruchtig, aber trotzdem trocken, also und auch nicht zu sauer. Also für alle Leute, die vielleicht sich so ein bisschen an den Riesling rantasten wollen, würde ich den empfehlen als Lover. Den schlucke ich. Riecht schon mal sehr gut. Super Geschmack. Jetzt nicht zu säurelastig. Könnte ich auf jeden Fall einen ganzen Abend trinken mit meinen Freunden oder sonst was. Ja, definitiv drin behalten. Schlucken.